Es ist angerichtet. Freuen wir uns auf 90 Minuten tollen Fußball aus der Bundesliga. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie von Wolfuß und Frank Buschmann. Und ich kann mich nur anschließen, tolle Atmosphäre hier, wie eigentlich immer in der deutschen Elite-Liga. Hoffen wir, dass die Partie da mithalten kann. Heute sehen wir Bayern München gegen Hannover 96. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht heute vor allen Dingen Franck Ribéry. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. So gehen es die Bayern also heute an. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Und so gehen es die Hannoveraner an. Heute spielen sie hier in der 4-5-1-Formation. Kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Kiyotake. Schmiedebach. Die Möglichkeit, Arthur Sobirk. Da geht die Fahne hoch, also ach, das will ich mir gerne in der Wiederholung noch mal anschauen. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Und Lahm. Und jetzt Lucas Costa und Lewandowski. Lewandowski, die Bayern, der Ball im Tor. Tor von Robert Lewandowski. Wieder einmal macht der polnische Nationalstürmer das richtig gut. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Kiyotake. Vidal. Vidal! Gute Aktion vom Torhüter. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Müller! Der Ball ist drin! Super Timing per Kopf!
Schauen wir doch mal drauf. Auf den Treffer vom FC Bayern. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke und dann wird es direkt gefährlich. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Kommann. Jetzt Douglas Costa. Er den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieses Mal ist es nichts, aber eine gute Aktion. Der Verteidiger stört ihn. Und Ribéry. Jetzt Müller. Das war einfach. Und er hat den Ball. Kiyotake. Albornoz. Felix Klaus. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Franck Ribéry am Ball. Lewandowski. Er ist da und hat den Ball. Und Douglas Costa. Und damit ist der Ball weg. Albornoz. Felix Klaus. David Martinez. Das gibt Einwurf. Schmiedebach. Da weicht er der Grätsche aus. Er springt einfach drüber. Neuer hat den Ball. Ganz einfache Aufgabe. Ungefährlicher Versuch. Salif Sané. Da gibt er zurecht. Freistoß. Souverän, er hat den Ball. Und er schießt. Und Douglas Costa. Ribéry. Ribéry! Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Salif Sané. Felix Klaus. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt.
Ribéry. Albornoz. Schmiedebach. Salif Sané. Ein guter Doppelpass. David Alaba jetzt. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Der Ball kommt. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Coman. Lewandowski. Er zieht ab. Die kann er einfach. Diese 45 Minuten sind rum. Es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jetzt wechselt der Trainer 2 neue Spieler ein. Jetzt geht's weiter. Nach der ersten Hälfte führt der FC Bayern. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Ribéry. Er lässt den Gegner stehen. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Alaba jetzt am Ball. Die Flagge kommt gut rein. Gibt Ecke, Ribéry wird sie bringen. Den Ball fest, das war wichtig. Thomas Müller jetzt. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Die Spieler in der Mauer müssen aufpassen. Das könnte sonst eine Verwarnung geben. Felix Klaus. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Lahm. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und Thiago. Müller am Ball. Alaba! Er versucht einfach mal. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Dinger immer wieder versucht. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Thank you.
Schmiedebach. Albornoz. Felix Klaus. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Ribéry mit der Flanke. Ein Kopfball. Da passt der klasse auf. Wie der Ecke. Mal sehen, was sie daraus machen. Super Aktion. Gut geklärt. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Wenn sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Kiyotake. Sehr gut reingespielt. Er ist da und hat den Ball. Ribéry. Thiago. Da zieht er ab. Der geht daneben, aber... Kein schlechter Versuch. Und das aus der Distanz. Aber die kann er. Das hat er schon oft gezeigt. Felix Klaus. Macht er ihn! Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und Ecke. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss, und der Torwart hält ihn problemlos. Und damit ist der Ball weg. Er bekommt Hilfe. Schmiedebach. Schaller. Er findet den Mitspieler. Foul, Freistoß, und das ist eine gute Gelegenheit.
Karte und zurück ins Feld. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und Müller. Ribéry. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Da verkürzen sie den Abstand zum Schützen. Erlaubt ist das eigentlich nicht. Sie wissen, dass sie den Abstand nicht verkürzen dürfen, Buschi. Klar, die Regel kennen sie auch, aber sie wollten nicht hören. Also gibt es die Verwarnung. Karaman. Albornoz. David Alaba am Ball. Gülselam. Es wird einiges nachgespielt hier. 5 Minuten sind angezeigt. Und nun Götze. Schmiedebach. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Salif Sané. Ribéry. Der Abpfiff und das Spiel endet 2-0. Sie gewinnen dank einer ganz starken Offensivleistung. Und sowas wollen wir doch sehen. Attraktiver Angriffsfußball, der belohnt wird. Was mich interessieren würde, wie hast du Thomas Müller heute gesehen? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.